Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir nicht so wirklich herausgefunden, wie es hier weitergeht. Und jetzt schaue ich mal, hier kam immer wieder so ein Typ gelaufen, während ich die Quest gemacht habe, der vielleicht helfen kann, dass wir die Hauptquest wiederfinden. Da ist er. Aber mit uns reden will er nicht. Er kommt nur gelaufen. Na gut. Ihr geht in die falsche Richtung, Reisende. Nur damit ihr es wisst. Also ich bin nach Bergama reingegangen und ich habe dich gesucht. Was ist denn die richtige Richtung? Was meint ihr damit? Jeder mit dem bisschen Verstand, den die Götter sogar einem Hund schenken, hat Bergama bereits verlassen oder bereitet sich darauf vor. In den letzten Tagen sind hier viele Leute verschwunden und die Stadtbeamten scheinen ihre Arbeit nicht zu erledigen. Wer auch immer dahinter steckt, sorgt dafür, dass sie zu keinem Ergebnis kommen. Warum sind die Beamten so erfolglos? Politik, das war schon immer das Problem hier. Die Magistratin ist eine Ahnherrin und die Kronen schmähen sie als unfähig. Keine der beiden Seiten traut der anderen. Das sorgt für ein ziemliches Durcheinander. Ihr möchtet helfen? Sprecht mit der Magistratin in der Halle des Urteils. Ich gehe. Dann werde ich mit der Magistratin reden. Klingt aber so ein bisschen nach Hauptquest, finde ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Vermisst. Steht aber nichts von Hauptquest drin. Tretet näher, schaut euch um. Also, das ist nur Catwills. Ja, okay. Steht nichts von Hauptquest drin, aber wir, ja, schauen mal. Vielleicht führt es uns doch trotzdem weiter zur Hauptquest. Ich bin ein bisschen verwirrt, was das Ganze betrifft, weil, wie gesagt, Die normalerweise. Gilde braucht Nein, euch, geh weg! Kameradin. Die lauert mir immer und überall auf. Und sorgt dafür, dass ich nicht zu Ende sprechen kann. Ja, normalerweise ist es ja so, dass. Das könnt ihr gerne durchlesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so direkt damit zu tun hat. Ich denke schon, aber. Angeblich ist die Magistratin bereit, diese törichte Hochzeit aller Vorgeschichte zum Trotz zu bewilligen. Okay, ist das die Frage. Meinte sie jetzt gerade die Hochzeit von eben? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mit meiner Weisheit am Ja, Ende. normalerweise ist es ja so, dass man halt eben eine Folgequest bekommt. Ist das Buch oben? Ja, dann müsste das ja hier liegen. Also wird es wahrscheinlich oben sein. Wie komme ich denn da hoch? Da. Bevor wir mit ihr reden, würde ich nämlich sagen, dass wir dann kurz mal nach dem Buch gucken. Ja, aber es gab keine Folgequest. Das wollte ich noch gesagt haben. Da! Formen des Glaubens, die rotwardonischen Kronen. Die könnt ihr euch natürlich auch gerne durchlesen. Das werde ich jetzt nicht machen. Zwischendurch, so kleinere Sachen lese ich immer mal durch. Weil meistens die kleineren Sachen oder solche Handzettel haben in der Regel was damit zu tun, um was es in der Geschichte geht. Bücher nicht immer, aber die haben halt mit dem Völkchen oft zu tun. So, Hallöchen. Ich heiße euch in Bergama willkommen, Reisende. Ich hoffe, ihr habt euer Gold mitgebracht. Unsere Märkte bieten Waren feinster Qualität. Dinge, die man sonst nirgends finden kann. Trotz der Gerüchte versichere ich euch, dass die Stadt sicher ist. Bleibt also, solange ihr wollt. Die Gerüchte über verschwundene Leute sind also falsch? Nicht ganz, aber sie sind völlig übertrieben. Manche Leute reden daher, als würden überall angesehene Bürger verschwinden. Es stimmt schon, dass ein paar Leute vermisst werden, doch das waren größtenteils Bettler und Landstreicher. Braucht ihr Hilfe bei den Ermittlungen? Oh, das ist ein sehr freundliches Angebot von euch. Aber meine Verwaltung hat die Lage schon im Griff. Ich glaube, Justiciar ist da und seine Männer haben einige vielversprechende Fährten. Ihr seid hier Gast. Es würde sich nicht ziemen, euch für uns arbeiten zu lassen. Lasst es mich wissen, falls ihr euch umentscheidet. Hauptmann Schuran hat mir erzählt, wie ihr ihm in Köglin geholfen habt. Gut gemacht. Ich dachte, das gehört jetzt zur Quest. Okay. Ja, aber wir werden ja nicht, ne, die Gameplayerin, wenn wir nicht trotzdem dem Entschuldigt, Verschwinden ich nachgehen. möchte mit euch Es gibt eine sprechen. dringende Aufgabe für euch. Och, geh mir nicht auf den Sack. Wer will denn jetzt mit mir sprechen? Ach so, der. Ich dachte gerade die Wache. Seid gegrüßt, Reisende.
Unsere schöne Stadt war immer ein Zufluchtsort für diejenigen, die über die heißen Sande von Alikre gereist sind. Ich hoffe, ihr seht es auch so. Ich bin Justiziar Istar, der Sicherheitsverantwortliche hier. Es freut mich, euch kennenzulernen. Die Freude, euch zu treffen, ist ganz meinerseits. Ich habe euer Gespräch mit der Magistratin mit angehört. Ihr hattet ein Interesse daran bekundet, bei den Ermittlungen zu helfen? Ich weiß, sie glaubt, wir hätten die Lage unter Kontrolle. Doch ich fürchte, dass nichts ferner der Wahrheit ist. Warum hat die Magistratin etwas anderes behauptet? Weil ich viele Fakten zurückgehalten habe. Magistratin Zulma ist eine Ahnherrin. Und diese Angelegenheit mit der verdorrten Hand sorgt dafür, dass die Kronen hier König Vaharajats Abdankung verlangen. Damit hat sie schon genug um die Ohren. Die Sicherheit ist meine Aufgabe. Aber ihr sagtet, dass ihr Hilfe braucht? Das tue ich. Meine Amtmänner und ich sind Kronen. Wir sind zur Neutralität verpflichtet. Aber die Ahnenherren trauen uns nicht. Und jetzt misstrauen uns auch noch unsere Kameraden von den Kronen, weil wir für die Magistratin arbeiten. Niemand macht den Mund auf. Deshalb haben wir auch keine Spur von den Vermissten. Werdet ihr uns helfen? Ja, ich kann euch bei den Ermittlungen helfen. Das hatte ich gehofft. Natürlich würden sich weder die Ahnenherren noch die Kronen einer Fremden gegenüber öffnen. Ihr kämmt nicht einmal in ihre Verbindungshäuser. Aber ich habe einen Plan. Ihr tragt einfach diese Dishtashas, um euch zu tarnen. Was für ein Ding. Ihr wollt also, dass ich die Kronen und die Ahnherren ausspioniere? Ja. Die Leute verstummen, sobald meine Amtmänner und ich in der Nähe sind. Erkundet die Stadt und haltet die Ohren offen. Insbesondere solltet ihr die Verkleidungen nutzen, um Rovadas Rast und Arthurs Oase einen Besuch abzustatten. Geht allen Spuren nach und meldet euch, sobald ihr etwas Konkretes habt. Ich erstatte euch Bericht, sobald ich etwas habe. Ich bedauere, dass politische Unstimmigkeiten zwischen den Kronen und den Ahnherren eine strafrechtliche Untersuchung erschweren sollten. Aber die jüngsten Ereignisse haben die Spannungen dramatisch erhöht. Ich bin zuversichtlich, dass eure Hilfe bei den Untersuchungen sich als wertvoll erweisen wird. Erzählt mir etwas mehr über die Kronen. Die Kronen sind Traditionalisten. Wir verehren die alten Götter. In Bergama stammen viele Kronenfamilien sogar noch vom alten jukodanischen Adel ab. Obwohl wir dem Thron treu ergeben sind, würden wir es vorziehen, jemand anderen als Vaharajat auf ihm sitzen zu sehen. Erzählt mir von den Ahnherren. In politischer Hinsicht behaupten die Ahnherren, fortschrittlicher zu sein. Sie haben begonnen, die kaiserlichen Götter zu verehren und gehen bereitwillig Verbindungen zu den anderen Völkern ein. König Vaharajat ist sogar dem Dolchsturzbündnis beigetreten. Ein Schritt, den die Kronen strikt ablehnten. Was ist ein Justiziar? Justiziare sind Männer und Frauen, die von der Allgemeinheit gewählt wurden, um in Bergama die Ordnung zu wahren. Das ist eine große Verantwortung und keine Belohnung. Wir gehorchen der Magistratin, aber wir fällen unsere eigenen Entscheidungen. Falls ihr in Bergama das Gesetz brecht, werden wir euch finden. Eigentlich wollen wir dem Gesetz ja helfen. Ja, also, erstens, das hört sich ziemlich gut an. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich zur Hauptquest gehört in dem Sinne, aber das hört sich sehr gut an, weil wir ja hier. Was immer sie euch erzählt haben, Magistratin. Istar und seine Amtmänner haben bei ihrer Untersuchung keine Fortschritte gemacht. Ehrlich gesagt, bereitet mir die verdorrte Hand größere Sorgen als dieses Verschwinden, Ratsmann. Wir müssen Istar einfach mehr Zeit geben. Ich weiß es nicht. Amtmann Fakimal, der am nordwestlichen Stadtrand wohnt, ignoriert angeblich Beweise in diesem Fall. Wir dürfen nicht alles glauben, was wir hören. Aber ich gebe euch mein Wort, falls es nötig sein sollte, werde ich mich mit Istar auseinandersetzen. Okay. Schnappen wir uns nochmal schnell das Benediktenkraut. So, was aber auch sehr positiv war, muss ich jetzt mal eben anmerken. Die Gilde braucht eure Hilfe. Och, ganz ehrlich, ich bin die irgendwo mal fest, damit die mir nicht ständig folgt. Was ganz positiv war, weil wir eigentlich ja die falsche Quest gemacht hatten in der letzten Folge, passt es aber trotzdem wunderbar dazu, weil dadurch haben wir dann so ein bisschen darüber erfahren, ne, dass die Leute hier verschwinden und so. Und da wurde das ja auch schon angesprochen, dass es sozusagen zwei Lager gibt, die sich nicht ganz koscher sind und alles.
Finde ich gut. Es tut mir leid. Nur Ahnherren dürfen heute eintreten. Wir empfangen Gäste zu bestimmten Anlässen. Ich hoffe also, dass ihr zu einer anderen Zeit zurückkehren werdet. Okay. Frage ist jetzt, wir haben Ahnherren hier, genau. So, ich habe mich nicht vor dir umgezogen, aber ich muss trotzdem mal rein. Willkommen in der Gemeinschaftshalle. Aber ihr seid nicht aus Bergama. Seid ihr aus Schildwacht? Egal, solange ihr zu den Ahnherren gehört. Ich bin eine Ahnherrin. Dann könnt ihr kommen und gehen, wie ihr wollt. Soll ich an die Tür gehen? Ich gehe selbst. So, lauscht dem Gespräch. Ich würde sagen, hier hinten sehen sie uns nicht so. Moment, so, ich kann hier aber nicht. Doch, da. Es steckt auf jeden Fall eine Krone hinter dem Verschwinden. Da besteht kein Zweifel. Das ist jetzt aber schwach, selbst von euch. Woher wollt ihr das denn bitte wissen? Weil an einem der Tatorte Fetzen von einer Kronendichterschar gefunden wurden. Die Amtsmänner vertuschen das? Das höre ich zum ersten Mal. Okay. Dann schauen wir mal eben, müssen wir auf die andere Seite reiten, wo wir dann vermutlich das nächste Kostüm anziehen müssen. Ja, da steht auch wieder jemand. Das heißt, bin ich jetzt doof? Oder ist das hier drin? Ach, ja, das ist hier drin. Okay. Also groß unterscheiden die sich nicht, ne? Farblich und so sind die ja recht gleich. Willkommen in der Kronengemeinschaftshalle in Bergama. Ich erkenne euch nicht wieder, aber ich sehe, dass ihr die formelle Dascha tragt. Ich schätze, ihr seid eine Krone von außerhalb der Stadt? Natürlich. Wer die uralten Traditionen in Yokudas achtet, ist hier immer willkommen. Tretet ein und genießt unsere Gastfreundschaft. Das werde ich. Die hat sich, glaube ich, noch nie bedankt in diesem Spiel. Wir gehen mal so ganz unscheinbar in diese Ecke. Unser Bruder Istar lässt sich kaum noch im Gemeinschaftshaus blicken. Nein, aber einer der Amtmänner war hier. Kaum zu glauben, aber die Wachen hätten ihn beinahe nicht hereingelassen. Wirklich? Aus welchem Grund sollten die Wachen einen Amtmann nicht hereinlassen? Sein Kronendichterschach war ganz zerfetzt. Ich nehme an, das ist passiert, als er jemanden festgenommen hat. Ich habe ihm eine neue geschenkt. So, nachdem wir hier ordentlich einen weggekippt haben, damit das nicht auffällt, wo müssen wir denn hin? Hier hin. Durchsucht das Haus nach Hinweisen. Oh je. Einen Hinweis haben wir dürfen ihn nur nicht sehen. In der Truhe gab es auch noch einen und hier ist noch einer. Das geht zu weit. Als ich dieser Untersuchung zugestimmt habe, hatte ich meine Zweifel. Aber ich habe meine Bedenken beiseite geschoben. Manchmal ist es eben nötig, ein paar Leben zu opfern, um das vieler anderer zu retten. Aber wie viele müssen wir töten, bevor die Verdorterin zufrieden ist? Ich weigere mich, das noch weiter zu tun. Wenn das wirklich zu meinen Pflichten als Bergamas Amtsmann gehört, dann werde ich entschieden von meinem Posten zurücktreten. Amtsmann Fakimal. Ist das nicht der, der uns geschickt hat? Nee, oder? Ach nee, das war der Justiziar, genau. Wir müssen nach da hinten. Können wir die Kleidung behalten? Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich finde, es sollte grundsätzlich tatsächlich mehr von... Justiziar ist da. Ihr werdet hiermit der Behinderung einer Untersuchung und der Verschwörung gegen die Bevölkerung von Bergama schuldig gesprochen. Ich weiß nicht, so, woher diese Anschuldigungen kommen, Magistratin. Aber ich bin unschuldig. Ihr werdet sehen, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Ihr werdet hierbleiben, bis eine ausführliche Untersuchung stattgefunden hat. Es tut mir leid, Istar. Nun...
dumme SCA-Punkt. Ich dachte zuerst, die Wache redet mit mir. Ich denke, wieso soll ich jetzt beschuldigt werden? Was, wie, wo? Nun, es scheint, meine Bemühungen, die Magistratin vor den Sicherheitsbedenken zu bewahren, haben mich an den Pranger gebracht. Warum steht die am Pranger? Die Magistratin meint, ich hätte die Ermittlungen behindert. Anscheinend führt sie hinter meinem Rücken ihre eigenen Untersuchungen durch. Ich habe Beweise gefunden, dass sie sich heimlich mit Fakimal, einem meiner Amtsmänner, trifft. Als ich sie danach gefragt habe, ließ sie mich einsperren. Fakimal steckte hinter den vermissten Fällen. Was? Wie kann das wahr sein? Fakimal ist bekannt dafür, das Gesetz zu beugen, aber er hält sich immer an seine Befehle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen Massenmord begehen würde. Wo ist er? Ich möchte umgehend mit ihm sprechen. Er ist tot. Aber er bekam seine Befehle von jemand anderem. Tot? Der arme Kerl. Ich verstehe nicht. Ihr meint also, dass er die Leute auf den Befehl eines Vorgesetzten hin getötet hat? Die einzigen Leute, die Fakimal einen solchen Befehl erteilen könnten, wären ich selbst und die Magistratin. Glaubt ihr, dass sie an dieser Sache beteiligt ist? Vielleicht. Ich habe diesen rätselhaften Schlüssel bei Fakimal gefunden. Er sieht aus wie Sulmas Schlüssel. Und das würde erklären, warum sie mich an den Pranger gestellt hat. Darf ich euch um einen letzten Gefallen bitten? Das Heim der Magistratin liegt südwestlich der Halle des Urteils. Würdet ihr euch diesen Ort näher anschauen? Ja, ich werde das Haus der Magistratin durchsuchen. Machen wir das mit diesen schicken Klamotten? Also ich finde wirklich, auch wenn das jetzt doof klingt, solche einfachen Sachen würde ich mir als Kostüm eher kaufen, als diesen ganzen Kram, den die da teilweise anbieten. Ich meine, die haben schöne Sachen mitunter, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber, also mal wieder Wappenrock an, so. Achso, ich laufe auch in die falsche Richtung, fällt mir gerade auf. Die haben wirklich schöne Sachen. Ich habe auch schon sehr, sehr viel da gekauft, muss ich gestehen. Teso ist mein einziges Spiel, wo ich tatsächlich regelmäßig mal Kleidung, Häuser oder was haben wir sonst noch hier? oder irgendwas anderes gekauft habe. Hallo, kleines Äffchen. Müssen wir nach oben? Ich glaube ja, ne? Untersucht das Haus, aber da ist jetzt nichts... Was jetzt angezeigt wird. Soll ich in den Keller gehen vielleicht? Ah ja, okay. Untersucht das Haus, in dem ihr in den Keller geht. Was haben wir denn hier? Alles Leichen? Oha. Magistratin Sulma, wir wissen euer Angebot in Gold zu schätzen, aber die verdorrte Hand bevorzugt Leichen als Währung. Gibt uns für je 10 Goldstücke eures Angebots eine Leiche und wir werden die Stadt Bergama verschonen. Besorgt euch die Leichen, wie ist uns egal, und verstaut sie in euren Keller. Wir werden sie dann in regelmäßigen Abständen abholen. Falls euch diese Abmachung nicht zusagt, werden wir uns einfach selbst Leichen aus Bergama holen. Alasan. Kommt schon, ihr Hunde. Wir müssen diesen Haufen Leichen hier wegschaffen. Mhm. Alasan wartet. Nicht mit uns. Na komm schon. Der hat einen Heilstab dabei. Und einen Hut. Sehr schön. Die sind von hier gekommen. Dann würde ich sagen, dass wir nicht wieder hier zurückgehen können. Dann gehen wir halt erstmal nach oben. Vielleicht müssen wir erstmal Bericht erstatten oder so. Was habt ihr dort unten getan? Beweise gesammelt. Ihr habt es gesehen, oder nicht? Ja. Jetzt kennt ihr also mein dunkles Geheimnis. Es muss furchtbar sein. Ich konnte mich nicht überwinden, dort hinunterzugehen, seit das alles begann. Ich habe Fakimal einfach einen Schlüssel gegeben. Aber versteht ihr? Erkennt ihr, warum das notwendig ist? War es wirklich nötig, all diese Leute umzubringen? Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Begreift ihr denn nicht, wie mächtig die verdorrte Hand ist? König Faharajat, die Ash-Aba, sie können sie nicht aufhalten. Irgendwann wäre die Hand hierher gekommen und hätte alle getötet. Diese Abmachung ist unsere einzige Hoffnung. Ihr bezahlt sie mit Leichen, damit sie Bergama in Ruhe lassen? Es war der einzige Handel, auf den sich Alasan einlassen wollte.
Es mag schrecklich wirken. Aber wir töten nur Herumtreiber und Verbrecher. Das ist ein Opfer, das ich gerne bringe, um die Stadt zu retten. Lasst mich diese Sache zu Ende bringen. Es fehlen nur noch ein paar Leichen. Werdet ihr mein Geheimnis bewahren? Seid ihr denn bescheuert? Ich meine, es fehlen nur noch ein paar Leichen. Ja gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie... Vor allen Dingen, hallo? Wo hat sie das geschrieben? Wir töten nur Herumtreiber und Verbrecher. Gut, ein Verbrecher bin ich nicht. Herumtreiber, ich weiß ja nicht, was sie darunter vorstellt. Meint sie denn auch damit, dass von außen Leute reinkommen können bei ihr, also in die Stadt, und sich so ein bisschen, ja, gemütlich hier herumtreiben und dann werden die getötet? Das heißt, ich wäre ja nachher auch noch einer von denen gewesen. Ich meine, sie hat Macht, einen netten Eindruck und sie will die Leute schützen, aber nee, so geht das natürlich überhaupt gar nicht. Nein, ich werde euch melden. Wenn das eure Entscheidung ist, werde ich mich selbst stellen. Es hat keinen Sinn mehr, meine Verbrechen zu leugnen. Doch hört auf meine Worte, Reisende. Ihr habt Bergama zum Untergang verdammt. Die verdorrte Hand wird uns alle töten. Ich hoffe, ich liege falsch. Doch im Herzen weiß ich, dass ich recht habe. Tja, und im Herzen weiß ich, dass ich was dagegen tun kann. Müssen wir jetzt nach oben? Nee. Sprecht mit Istar. Nee, tatsächlich hier oben. Ach, hier sind wir. Ah, okay. Von hier oben sollte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt runterspringen. Wo ist... Ah! Die Hauptquest ist da. Also haben wir was richtig gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Nachdem ich von den Beweisen, die ihr in Fakimals Haus entdeckt habt, erfahren hatte, konnte ich die anderen Amtmänner überzeugen, mich vom Pranger zu lassen. Aber sagt mir, was habt ihr im Haus der Magistratin herausgefunden? Ihr Keller ist voller Leichen. Das muss wahrlich ein schauderhafter Anblick gewesen sein. Die anderen Amtmänner sind bereits auf dem Weg hierher. Ich werde es ihnen überlassen, die Magistratin festzunehmen. Aber warum? Warum haben die Magistratin und Fakimal all diese Leute getötet? Sie ist einen Handel mit der verdorrten Hand eingegangen. Nun gut. Ich habe in meiner Zeit als Justiziar schon viele finstere Verbrechen miterlebt. Doch dieses hier stellt alle in den Schatten. Allein der Gedanke, dass unsere Magistratin einen Handel mit der verdorrten Hand eingegangen ist. Was hat sie sich davon nur erhofft? Sie hoffte, dass die Hand Bergama verschonen würde. Eine hehre Absicht, nehme ich an. Mhm. Aber nichts rechtfertigt den Mord an Unschuldigen. Sie wird für ihre Verbrechen bezahlen. Ihr habt unserer schönen Stadt einen echten Dienst erwiesen. Ich bin übermäßigen zur Schaustellung in meiner Wertschätzung für gewöhnlich eher abgeneigt. Doch ihr verdient meine Dankbarkeit. Und wir erhalten einen präzisen Bogen vom Set-Orden von Diakna. Ja, vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank, da dass ihr, endlich ja. mal ich die habe Hauptquest nach euch gesucht. Kommt. Wir haben die ganze Zeit, ich habe nach euch gesucht vor allen Dingen, ich bin hier die ganze Zeit in Bergama am Rumlaufen und irgendwelche Quests am Machen und er behauptet, ich habe nach euch gesucht. Ich habe ihn hier eben nicht einmal gesehen. Aber ich bin froh, ja, ich bin sogar eigentlich froh, wie wir es gemacht haben, weil das war ja schon so ein bisschen zusammenhängend in der letzten Folge, die Sache mit der Hochzeit. Da wurde ja, wie gesagt, ja auch erwähnt, dass die Leute hier verschwinden und das passte halt jetzt alles gut hier rein, weil das jetzt alles so hintereinander gemacht worden ist. Und ja, jetzt haben wir herausgefunden, warum die Leute verschwinden konnten, was dagegen tun und haben sogar es noch geschafft, dass wir jetzt endlich mit der Hauptquest weitermachen können. Ich bin begeistert und ja, mir bleibt eigentlich nichts weiter zu tun, als mich zu bedanken, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.